Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie sich mit dem Excel-Solver lineare Programmierungsaufgaben lösen lassen. Und dazu habe ich was vorbereitet. Ich werde das gleich da vorne in der zweiten Reihe am Computer für Sie entwickeln. Und was ich da entwickle und wie sich der Excel-Solver verwenden lässt, das sehen Sie hier auf unserer großen Leinwand. Viel Spaß! Der Excel-Solver zum Lösen von linearen Programmierungsproblemen. Hier am Beispiel Kostenminimierung von Wildschweinfutter unter Nebenbedingungen. Sie haben die Aufgabe, drei verschiedene Futtermittel zu besorgen von Wildschweinfutter und haben dafür vier Nebenbedingungen. Die erste Nebenbedingung lautet, Ihnen steht ein Budget von maximal 4.500 Euro zur Verfügung. Die zweite Nebenbedingung lautet, es sollen mindestens 230.000 Gramm Proteine besorgt werden. Die dritte Nebenbedingung, mindestens 3,2 Millionen Kalorien sollen besorgt werden. Und die vierte Nebenbedingung lautet, mindestens 1,2 Tonnen Fett soll das leckere Futter enthalten. Um den Excel-Solver zu verwenden, müssen Sie nun die Nebenbedingungen als Formel formulieren und verweisen auf die Ihnen noch unbekannten Mengen hier in Gelb dargestellt. Das Budget von maximal 4.500 Euro, wie wird das formuliert? Wir geben dort ein gleich und jetzt das Mengenfeld multipliziert mit dem ersten Preis plus das zweite Mengenfeld multipliziert mit dem zweiten Preis plus das dritte Mengenfeld multipliziert mit dem dritten Preis. Also C6 mal D6 plus C7 mal D7 plus C8 mal D8. Das gibt Ihnen das Budget an, was Sie verbrauchen, wenn Sie dort Mengen haben würden in den drei Feldern. Ja, und die Zahl, die da am Ende steht, die darf nicht größer sein als 4.500 Euro. Da steht jetzt natürlich 0 Euro, weil die Mengen noch nicht ausgefüllt sind. Aber für den Excel-Solver ist es unbedingt notwendig, die Nebenbedingungen hier als Formel zu formulieren. Also C6 mal D6 plus C7 mal D7 plus C8 mal D8. So, wie können wir das jetzt formulieren? Wie viel Gramm Proteine entstehen? Naja, man nimmt jetzt die Mengen und multipliziert die mit den Proteinen, die dort pro Kilo enthalten sind. Also das heißt, Menge in Kilo an Futtermittel 1 multipliziert mit Menge an Proteinen in Futtermittel 1 plus Menge 2 multipliziert Proteinmenge 2 plus Menge 3 multipliziert mit der dritten Proteinmenge. Wenn Sie sich vorstellen, dass dann am Ende dort Zahlen stehen in den Mengenfeldern, ergibt Ihnen dann diese Formel die Menge an Proteinen, die im Futter, in diesen drei Futtermitteln enthalten sind. So, dann haben wir noch eine weitere Nebenbedingung, funktioniert analog, und zwar wie viel Kalorien ist enthalten. Dazu multiplizieren wir jetzt hier die Futtermittelmengen mit den Kalorienmengen pro Futtermittelkilo. Und das Gleiche machen wir auch für Fett. Wie viel Fett ist im Futtermittel enthalten? So, wir können mal kurz einen Test machen. Wenn man jetzt hier drei Zahlen eintragen würde, zum Beispiel von jedem Futtermittel ein Kilo kaufen würde, dann würde man insgesamt 2,96 Euro ausgeben, hätte 201 Gramm Proteine, 1965 Kalorien und 853 Gramm Fett. Ich lösche das aber wieder raus, weil diese drei Felder, die soll jetzt der Excel-Solver für uns berechnen. Wie funktioniert das? Man wählt hier oben das Feld Daten aus, öffnet den Excel-Solver, der muss vorher aktiviert sein über ein Add-in. So, und jetzt legt man ein Ziel fest. Ich gehe nochmal kurz zurück.
Hier unten fehlt natürlich noch die Zielfunktion. Das soll die Kostenfunktion sein. Die Kostenfunktion berechnet sich aus den Preisen multipliziert mit den Mengen. Das ist das, was an Kosten entsteht. Und das ist das, was letztendlich minimiert werden soll. Die Kostenfunktion. Ja, Preise multipliziert mit den Mengen, die da eingetragen werden. Da entstehen jetzt natürlich auch noch 0 Euro Kosten. Aber ich fülle es nochmal aus, wenn man jetzt hier eintragen würde, wir fangen jetzt an, Sachen zu kaufen, da entstehen natürlich Kosten. Und das ist natürlich auch das, was auftaucht in der ersten Nebenbedingung bei dem Budget. Gut, also wichtig ist, dass hier im Excel Solver Formeln hinterlegt sind. Dann öffnet man den Solver und gibt jetzt hier an, welches Ziel wird verfolgt. Das Ziel ist schon eingetragen, C17, das ist das Feld, in dem die Formel steht für die Kostenfunktion. Das muss ausgewählt sein, C17. Und dann kann man hier angeben, soll diese Funktion maximiert werden, minimiert werden oder soll sie einen bestimmten Wert annehmen. Hier soll sie minimiert werden. Und zwar durch Ändern der Variablenzellen C6 bis C8. Das sind diese drei hier. Die soll man ändern unter jetzt den Nebenbedingungen. Erste Nebenbedingung, die Zelle E11 soll kleiner gleich 4.500 sein. Das war ja die erste Nebenbedingung, nämlich dass das Budget 4.500 Euro nicht überschreitet. Die zweite Nebenbedingung, die lautete, das Feld E12 soll größer gleich sein, 230.000 Proteine. Ja, mehr ist okay, aber es müssen mindestens 230.000 Proteine erzielt werden. Die dritte Nebenbedingung, die lautet, Feld E13 soll größer gleich sein, 3,2 Millionen Kalorien. Und dann haben wir noch die vierte Nebenbedingung, nämlich das Feld E14 soll größer gleich sein, 1,2 Millionen Gramm Fett oder 1,2 Tonnen. So, wenn das so ausgefüllt ist, dann können wir hier das Problem bereits lösen, indem wir auf Lösen klicken. So, der Solver hat eine Lösung gefunden, das ist sehr schön. Schauen wir uns die mal an. Also, der hat eine Lösung gefunden und zwar lautet die, kaufe von Futtermittel 1 1093,194 Kilo, von Futtermittel 2 1235 und dann 2044 von Futtermittel 3. Wenn wir das machen, das haben wir hier ja in den Formeln berechnet, dann werden, oho, genau 4.480,50 Euro ausgegeben. Das ist okay, 4.500 war ja das Limit, das heißt, das Budget wird noch nicht mal ganz ausgegeben. Das ist in Ordnung, sofern alle anderen Nebenbedingungen eingehalten werden. Schauen wir mal. Also, Proteine, die Proteinmenge entspricht genau unserer Nebenbedingung, 230.000 Proteine, und auch die Kalorienmenge und die Menge an Fett, die dann im Futtermittel enthalten ist, entspricht genau der Nebenbedingung. Und zwar am unteren Rand. Insgesamt entstehen uns dann Kosten in Höhe von 4.480,50 Euro und wir haben hier unsere Zielfunktion erfolgreich minimiert.